Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass es in diesem Haus Widerspruch gegen die völlig übereilte und auch unnötige Erhöhung der absoluten Grenze bei der Parteienfinanzierung gibt. Ich frage mich nur, Frau Hasselmann, ob Ihre Partei oder auch die Linken oder auch die FDP dann diesen Betrag auch nicht nehmen werden. Ich weiß, das ist gar nicht möglich, aber am Ende ist ja das Drama dieser Gesetzesänderung, dass am Ende alle Parteien davon am Ende trotzdem profitieren. Und wir reden, und das ist vielleicht auch immer wichtig für die Bürger, wir reden noch einmal über die jährliche Erhöhung der absoluten Obergrenze von 165 Millionen auf 190 Millionen Euro. Noch einmal, das ist pro Jahr und nicht pro Legislatur. Richtig, meine Damen und Herren, ist, dass Parteien und Politiker eine sehr großzügige Finanzierung in unserem Land erhalten, wenn auch die Hürden, diese zu erhalten, anfangs sehr groß sind. Und es ist immer das Gleiche. Gibt es neue Parteien in diesem Land, dann werden die, die schon da sind, die Etablierten, versuchen, die anderen von den Fleischtöpfen fernzuhalten. Das ist legitim im Wettbewerb, aber Ihre Diskussion darüber, was innerhalb von Gesetzen erlaubt oder verboten ist, die ist verlogen, die ist nicht ehrlich, denn Sie alle, meine Damen und Herren, haben in der Vergangenheit alle Lücken und Möglichkeiten des Parteiengesetzes ausgenutzt. Deswegen ist auch nicht zu erwarten, dass eine Reform der Parteienfinanzierung aus den Parteien heraus überhaupt realistisch ist. Das ist genauso unrealistisch wie eine Neuerung der SPD oder der CDU oder anderer Parteien aus sich selbst heraus. Meine Damen und Herren, Parteien sollen den Willen der Bürger mitbestimmen, sie sollen nicht dominieren. Das Einzige, was dieses politische Land braucht, ist Konkurrenz im politischen Parteiensystem, und die muss von außen kommen und nicht von innen. Und deswegen brauchen wir nicht mehr Parteien und mehr Finanzierung. Wir brauchen weniger Partei, mehr aktive Bürger und die Möglichkeit für Bürger außerhalb von Parteien für Parlamente zu kandidieren, so wie das bereits auf kommunaler Ebene möglich ist. Das wollen Sie nicht hören, aber Sie werden es sicherlich erleben. Wir von der Blauen Partei stehen dafür, dass mehr Bürger ohne Abhängigkeit von Fraktionen und Parteien in diesem Land Politik machen. Meine Damen und Herren, Sie riskieren mit diesem Gesetz wieder einmal, übereilt und unnötig, dass Ihre Akzeptanz für vernünftige, bürgernahe Politik auf allen Ebenen in diesem Land sinkt. Das ist ein schlechter Tag für die Demokratie in diesem Land. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie in der Tat bei nächsten Wahlen auf verschiedene Weise wieder mal Ihr blaues Wunder erleben. Herzlichen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Kofer, CDU/CSU.